Zuschauer, in unserem kulturhistorischen Magazin haben wir heute einen Märchen- und Mythenforscher bei uns zu Gast, Herrn Professor Bierlapp. Ja, mein lieber Herr Professor, Sie sind heute zu uns gekommen. Ja, wo bin ich hier eigentlich? Gestatten, Bärlapp. Sie wollten uns einen Mythos erzählen. Mythos? Da kenne ich einen sehr interessanten Spezialisten von der Universität in... Sein Name ist, Professor Bierlapp. Den sollten Sie mal. Aber Herr Professor, das sind Sie doch selber. Oh, das passt ja prima, ja. Ja, aber wir hatten doch schon vor der Sendung darüber gesprochen. Wie schön, ja. Mit wem denn so im Einzelnen? Na, wir, mit Ihnen. Mit mir, ja, gerne, ja. Gestatten, Bierlapp. Angenehm. Oh, Sie sind angenehm? Nein, nein, ich bin nicht. Es ist mir angenehm. Oh, wie schön. Was denn? Nein, nein, mir ist nicht angenehm. Oh, wenn wir Ihnen nicht angenehm ist, sollten wir vielleicht lieber einen kleinen, Herr Professor, Sie wollten uns doch einen Mythos erzählen. Oh, fein, ja. Machen Sie mal. Nein, Sie... Ich bin ja kein Mythos, ich bin Professor. Ja, ja, aber Sie sind doch hierher gekommen, um uns einen Mythos zu erzählen. Soll ich Ihnen mal was verraten? Ja. Deswegen bin ich ja hier. Eben. Eben war ich noch draußen. Ja, ja, aber dann sind Sie doch hierher gekommen, um uns einen Mythos zu erzählen. Ja, wann geht es denn endlich los, meine Zeit? Na gleich, Sie können anfangen. Oh, das passt ja prima, ja, ja, weil ich sowieso gerade hier bin. Ja. Meine Damen und Herren, Herr Professor Bierlapp erzählt uns nun den Mythos von der Entstehung der westfriesischen Inseln und der Geburt der Lachmöwe. Nein, von dem Opossum. Dem Opossum? Ja, von dem Opossum. Ja, aber was hat das Opossum mit Westfriesland zu tun? Ja, das frage ich mich auch, ja. Aber, lieber Herr Professor, es geht doch hier um einen Mythos aus Westfriesland. Ja, oh, da gibt es viele, mein werter Herr. Ja, ja, und einen davon wollten Sie uns doch erzählen. Ja, das kann ich machen, ja. Wie schön. Da haben Sie aber Glück, dass ich gerade hier bin. Sonst hätten Sie am Ende gar den Professor Bierlapp da einfliegen lassen müssen. Ja, lieber Herr Professor, können Sie uns jetzt nicht bitte den Mythos von den westfriesischen Inseln und der Geburt der Lachmöwe erzählen? Als in grauer Vorzeit das Opossum... Als die Lachmöwe? Als die was bitte? Die Lachmöwe? Was denn für eine Lachmöwe? Als die Lachmöwe? Als die Lachmöwe? Was denn nun bitte? Na, der Mythos! Die westfriesischen Inseln! Westfriesische Inseln, das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ich bin da kürzlich mal zum Windsurfen gewesen. Interessanten Mythos gefunden. Von der Entstehung der westfriesischen Insel und der Geburt der Lachmöwe. Ja, aber woher wissen Sie denn das? Aber lieber Herr Professor... Na, gestatten, Bärlapp. Angenehm. Angenehm? Das kommt mir so bekannt vor. Waren Sie vorhin schon mal hier? Sie waren schon mal hier. Lieber Herr Professor, können Sie uns jetzt nicht bitte den westfriesischen Mythos von der Geburt der Lachmöwe erzählen? Ja, das wäre ja eine gute Idee. Wenn hier der Ort und auch die Zeit dafür... Ja, aber selbstverständlich. Aber Mädchen, das muss einem doch gesagt werden. Ich fange mich an, also. Als in grauer Vorzeit es der Vorzeit graute... Ich fange da lieber andersrum an. Ja, es könnte eine Möglichkeit sein. Zu einer Zeit, als die Vorzeit, wie man die nannte, noch sehr grau war,
Nein, Gott ist unendlich. Bitte weiter, weiter. Weiter, weiter. Da gefiel es Gott. Da gefiel es Gott, dass er über die Erde wandelt. Ja. Wieso waren Sie dabei? Und er kam an eine Küste. Und Gott stand an der Küste und küsste. Und blickte auf das Meer hinaus. Und es rauschte und rauschte und rauschte und rauschte. Und die Wellen rauschten und rauschten. Und der Wind rauschte und rauschte. Und die kleinen Wellen rauschten und rauschten. Und die großen Wellen rauschten und rauschten. Und plötzlich da rauschte es noch ungeheurer. Und aus dem Meer bäumte sich ein Baum heraus. Und Gott nahm den Baum, den riesigen Baum, in seine riesige Faust und scharhüttelte ihn. Und die Blätter von dem Baum fielen herab und wurden zu den Westfriesen. Und die Äste fielen herab und wurden zu den westfriesischen Inseln. Und Gott schüttelte und schüttelte. Und der Stamm brach auseinander. Und heraus flog ein Opossum. Nein! Nein? Nein! Oh, schade eigentlich. Herr Professor, was flog aus dem Baum? Was flog aus dem Baum? Na? Na? Flatter, flatter. Flatter, flatter? Eine Fledermaus. Entschuldigung, bitte, wenn es hier flatter, flatter und keine Fledermaus, da kann es ja eigentlich nur... Eben. Ein Opossum. Es war kein Opossum, es war, was war es noch gleich? Eine Möwe? Nee, was? Ja! Ja, eine Möwe. Und Gott sah die Möwe und Gott sprach, mein Gott! So einen komischen Vogel habe ich ja mein Leben noch nicht gesehen. Und Gott lachte und lachte und lachte. Ah! Ah! Ja, ja, ja. Und so entstand also die Lachmöwe. Nein, das Opossum natürlich.